sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Verdichten wird einfach, ist die Überschrift. Klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen provokant vom Titel her, aber ich versuche es mal zu erläutern, was wir damit meinen und was so der Hintergrund ist. Ja, verdichten wird einfach, vielleicht zunächst mal mit einem Fragezeichen versehen, weil die Aufgaben auf den Baustellen im Erdbau und im Asphaltbereich natürlich alles andere als einfach sind. Es gibt überall Kosten- und Termindruck, Qualitätsanforderungen steigen, Einfluss von den Materialien, die verarbeitet werden aus Bereich Asphalt und Boden, speziell im Asphalt, Asphalttemperaturen. Verdichtungsparameter der Maschinen müssen gehandelt werden, der Bauprozess als Ganzes im Verdichtungsbereich, dann die Vorgabe und Einhaltung von einem Verdichtungsschema, die Mitarbeiterqualifikation, der Herr Kleinert hat es eben schon angesprochen, ist ein wichtiges Thema, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und gibt sicherlich noch viele Punkte mehr, die da reinspielen und irgendwo berücksichtigt werden müssen. Also verdichten wird einfach, ist sicherlich kein einfacher Job, aber die Frage ist dann eben, wie kann man den Fahrern, den Bedienern, den Baustellen vielleicht hier und da helfen, diese Prozesse und die Maschinen da ein Stück weit effizienter einsetzen zu können. Das ist eigentlich das, was gemeint ist. Ja, wie sieht das dann bei der Verdichtung aus? Hier sind nochmal so die Stichpunkte dieses VD-BUM-Seminars dargestellt. Digitalisierung, Automatisieren von Abläufen, Vernetzung von Maschinen und so weiter. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie könnte das für die Walzen aussehen und haben hier mal so ein Szenario aufgerissen. Technologieschritte so in ihrer Evolution über einer Zeitschiene. Die Zeitschiene hat bewusst keine Jahreszahl. Ob die Maschinen irgendwann mal autonom fahren, kann ich Ihnen heute auch nicht beantworten, aber wir haben einfach mal so den Trend mal so abgesteckt und gesagt, okay, wir betrachten mal diese Kette, wie kann sich das zusammensetzen? Und wenn man heute schaut, vorne angefangen bei den Dokumentationssystemen, die gibt es heute schon, Prozessdokumentationen, die Daten sammeln, dem Fahrer aufbereiten oder auch hinterher, wenn die Baustelle abgeschlossen ist, zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen. Die Anwendung von Positioniersystemen, GPS-Systemen zum Beispiel, ist auch mittlerweile auf vielen Baustellen im täglichen Einsatz. Also das Kartieren dieser Arbeitsergebnisse der Maschinen. Und dann kommt eine Vielzahl von Assistenzsystemen, die den Fahrer unterstützen, eingegliedert in Bedienkonzepte bis hin. Und das sind dann sicherlich Sachen, die sich für die Zukunft entwickeln müssen, die dann auch in den Prozess eingreifen und in den Prozess optimieren. Und wenn man noch einen Schritt weiter machen will Richtung Automatisierung oder teilautonomes Fahren, dann sind sicherlich Systeme zur Umfeldüberwachung der Maschine wichtig, weil sonst würde die Maschine sich einfach auf einer Baustelle nicht zurechtfinden. Das sind aber große Herausforderungen und sicher ein großer Schritt. Was ich damit zeigen will, es wird eine Evolution geben, es werden viele einzelne Komponenten entwickelt, die dann kombiniert die Maschine immer ein Stück weit automatischer machen, automatisierter machen, digitaler machen im weitesten Sinne. Wir haben ein Bedienkonzept entwickelt, was Baureihen und auch produktserienübergreifend eingesetzt werden wird. Versucht, das modular aufzubauen, so nach dem Motto, dass immer gleiche Funktionen am gleichen Platz sind, sodass der Fahrer sich auf unterschiedlichen Maschinen zurechtfindet. Hier ist das mal ein Beispiel der Tandemwalze dargestellt, wie das in der Maschine aussieht. Mit dieser Maschine haben wir auch begonnen. Ein wichtiges Modul ist die Armlehne. Hier sind einige Funktionen zum Beispiel untergebracht für Wasserberieselung, Spitzstreuereinstellungen, Fahrprogramme, dann der Joystick mit den wichtigsten Funktionen fürs Fahren und fürs Vibrieren. Ein Bereich zum Vorwählen von Funktionen, unter anderem auch die Vorwahl der Fahrgeschwindigkeit, die dann entsprechend geregelt wird. Und letztendlich auch das Display mit den wichtigsten Einstellungen für die Verdichtungsparameter und den Anzeigen für den Fahrer, die Informationen, die er für den Prozess dann jeweils braucht. Gestartet haben wir mit dem Konzept, wie gesagt, hier für die Produktserie DV Plus und haben das jetzt mit der Abgasstufe 5 auch auf weitere Baureihen ausgedehnt. Also die Knickgelenken-Tandemwalzen sind dazugekommen und auch die Walzenzüge. Und dieses Konzept ist, obwohl die Anforderungen in den Maschinen natürlich teilweise unterschiedlich sind, durchgesetzt worden oder durchgehalten worden, sodass wir dieses Konzept jetzt auf diese drei Produktserien insgesamt ausgerollt haben. Hier sind nochmal so wichtige Funktionen in so einem Bedienkonzept für Walzen dargestellt. Lenkfunktionen, Zusatzgeräte, Kantenandrückgeräte, Spitzstreuer, Schubschilder bei Walzenzügen, Beleuchtung, Wassermanagement für die Asphaltmaschinen, die Vibrationsdaten oder Vorgaben
für die Verdichtungsaggregate, Splitstreuer und ähnliches, auch Komfortgeschichten wie Sitzverstellung, Sitzdrehung und ähnliches. Und dazu vielleicht mal rausgegriffen ein Beispiel, in gewisser Weise eine Automatikfunktion zum Reversieren von Tandemwalzen, die hinter dem Fertiger fahren. Sie kennen das, die Walze fährt immer vorwärts, rückwärts auf den Fertiger zu und wieder vom Fertiger weg. Und um diesen Reversiervorgang zu automatisieren, ist die Möglichkeit, in diesem Bedienkonzept diese Funktion vorzuwählen. Und wenn die Maschine dann reversieren soll, reicht ein Tastendruck am Joystick. Die Maschine bremst dann ab, reversiert, der Sitz dreht sich mit, sodass der Fahrer wieder in die neue Fahrtrichtung schaut. Und man nimmt ihm da einige Bedienfunktionen ab und automatisiert sozusagen diesen Reversiervorgang. Das ist einfach mal ein Beispiel rausgegriffen aus diesen Funktionen, die da heute möglich sind und das Bedienen vielleicht ein Stück weit einfacher machen. Dann mal einen Blick auf die Prozessdaten, auf den Verdichtungsprozess selber. Da eben, wie gesagt, die Prozessdatendokumentation, Verdichtungsmessungen, Weiterentwicklung von Sensorik, Asphalttemperatursensoren, Prozessdatenschnittstellen und letztendlich auch der Datenaustausch zwischen Maschinen oder auch von der Maschine weg in die Cloud. Hier auf dem Bild ist das ein bisschen angedeutet, wie die Maschinen oder dass die Maschinen miteinander kommunizieren und eben auch Daten von der Maschine abgegriffen werden können. Seit einigen Jahren setzen wir dazu unter der Überschrift Time Compaction Quality Prozessdatenerfassungssysteme ein mit GPS-Unterstützung. Diese Systeme sammeln die Daten, die Arbeitsergebnisse der Maschine ein, zeigen sie dem Fahrer an, Anzahl von Überfahrten zum Beispiel, Verdichtungsmesswerte. Diese werden dann entsprechend kartiert und können auch weiterverarbeitet werden. Diese Systeme entwickeln sich ständig weiter. Auch die Anforderungen steigen an diese Systeme. Und ich denke, sie kriegen auch zunehmend eine größere Verbreitung, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Dann komme ich mal von der Sensorik zur Hardware sozusagen auf der Maschine, zu den Prozessdatenschnittstellen, wenn ich Prozessdaten einsammeln will. Ich hatte schon gesagt, wir bieten ein komplettes System an, was mit unseren Maschinen natürlich sehr gut ausgestattet werden kann. Unser HCQ-System mit GPS-Unterstützung. Wir haben aber auch immer wieder die Anfrage, dass Kunden sagen, okay, wir möchten das System jetzt nicht unbedingt von euch haben, wir haben schon andere laufen oder wir möchten ein herstellerneutrales System in Einsatz bringen. Da gibt es unterschiedliche Gründe für und aus diesem Grund haben wir eine Schnittstelle entwickelt, eine Hardware-Schnittstelle, über die bestimmte Daten übertragen werden können auf Systeme von Drittanbietern. Hier ist es zum Beispiel TomCon, mit Trimble arbeiten wir unter anderem zusammen in dem Bereich. Es werden Daten übertragen wie Fahrgeschwindigkeit, Amplitude, Frequenz, Status der Vibrationsaggregate an, aus, zum Beispiel die Fahrtrichtung oder Asphalttemperatur, Verdichtungsmesswert, das sind so die Daten, die über diese Kennschnittstelle übertragen werden und damit ist dann eben einfacher möglich, eben auch andere Systeme auf diesen Maschinen zum Einsatz zu bringen. Das ist so dieser Hardware-Teil, um Schnittstellen zu schaffen, aber in diesen ganzen Telematik-Anwendungen spielen Schnittstellen insgesamt eine große Rolle. Ich habe hier mal aus der Wirtgen Group das Beispiel Vitos Fleet View mitgebracht. Diese Telematikanwendungen für Slottenmanagement sind natürlich keine neuen Sachen, die sind sehr verbreitet, gibt es in allen möglichen Anwendungen. Aber auch hier ist das Thema, und da will ich eigentlich drauf hinaus, man braucht auch hier Schnittstellen, die Daten werden von den Maschinen auf einen Server übertragen, in dem Fall ein Server der Wirtgen Group. Dort, wenn man da den Zugang hat, kann man die Daten sich anschauen, weiterverarbeiten, mit diesen Daten dann eben in einem entsprechenden Frontend arbeiten. Aber es gibt auch die Anforderung, diese Daten da eben herstellerneutral rauszunehmen und dann eben hier über so eine Schnittstelle in neutrale Systeme zu übertragen. Das ist eine wichtige Geschichte bei diesen Telematikanwendungen allgemein und man muss auch diese Flottenmanagement-Themen unterscheiden von den Systemen, die man dann für Prozesse braucht, weil diese Prozesse deutlich andere Anforderungen haben. Und bei diesen Prozessen stellt sich letztendlich dieses Schnittstellenthema auch dar. Wenn ich Prozessdaten einsammle und ich will die weiterleiten, grundsätzlich zwei Wege, Kommunikation von Maschine zu Maschine und von Maschine zu Server. Maschine zu Maschine haben wir heute, machen wir das über WLAN, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dies zu tun, aber auf der Baustelle eine Kommunikation zwischen den Maschinen aufzubauen, sodass jede Maschine sieht, was hat die andere gemacht, das ist eine Sache, die heute funktioniert. Eine weitere Sache, die sich entwickelt, ist eben, dass man die Daten
von der Walze jetzt wiederum hier auf unsere Vitos-Server überträgt und dort bieten wir dann auch Möglichkeiten an, diese Daten dann eben in verschiedener Form weiterzuverarbeiten. Das ist eine Möglichkeit, aber auch hier stellt sich dann wieder die Frage der Schnittstelle. Wenn ich verschiedene Maschinen habe, gemischte Flotten habe, unterschiedliche Dokumentationssysteme, wie kriege ich die Daten hinterher für diese Baustelle zusammen oder eben auch von verschiedenen Baustellen zusammen? Ja, zusammenfassend nochmal kurz dieses Bildchen, verschiedene Mosaiksteinchen, die sich zusammensetzen. Ob das zum autonomen Fahren in diesem Bereich der Maschinen führt, kann ich Ihnen heute auch nicht beantworten. Vielleicht sieht die Maschine in der Zukunft mal irgendwann so aus, mit der geeigneten Elektronik, mit der geeigneten Sensorik, dass sie sich auf der Baustelle zurechtfindet. Aber da sind sehr viele Schritte notwendig, technische, aber auch rechtliche Schritte. Und auch die Prozesse auf den Baustellen müssen entsprechend laufen oder passen, damit solche Maschinen eingesetzt werden können. Wie gesagt, es gibt Diskussionen dazu, auch vom Bauunternehmen kommt immer mal wieder die Frage in diese Richtung. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht das Hauptthema, sondern mein Thema ist, und das möchte ich nochmal darauf hinweisen, es entwickeln sich zunehmend Assistenzsysteme um die Bedienkonzepte herum, die doch komplexen Aufgaben in der Verdichtung etwas einfacher machen und unterstützen und letztendlich auch zu einer höheren Qualität führen sollen. Die Systeme, die es schon gibt, müssen sich weiterentwickeln und es werden sich ähnlich wie im Automobilbereich oder im Lkw-Bereich neue dazu entwickeln. Damit wäre ich am Ende und danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kleinert. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Kollege hat jetzt gerade darüber gesprochen, wie schon Verdichtung vereinfacht wird. Ich möchte Ihnen jetzt ein Produkt vorstellen, wo letztendlich komplette Prozesse vereinfachen kann, beziehungsweise diese verschlankt. Dazu möchte ich Ihnen zuerst mal die Maschine im Groben vorstellen. Danach möchte ich mit Ihnen über die Arbeits- und Funktionsweise sprechen. Und am Schluss werde ich Ihnen einige Applikationen aufzeigen. Die Funktionsweise der Maschine ist relativ einfach. Das ist eine sehr brachiale Maschine letztendlich. Aber das Geheimnis, das offene Geheimnis liegt letztendlich dahinter, dass also diese hohen Verdichtungskräfte von über 50 Tonnen durch diese Meißelspitzen sehr stark konzentriert werden. Und die brechen dann eben auch selbst härteste Materialien. Wie das dann letztendlich aussieht, das sieht man hier jetzt zum Beispiel in der Super Slow Motion. Das war jetzt hier nur ein Test in Kalkstein beispielsweise. Aber zuallererst werden mal die Felsen in eine stabilere Lage gebracht. Ist das dann erfolgt, dringen eigentlich reihenweise die Meißel in das Material ein und spalten es. Welche Materialien können gebrochen werden? Also von Sandstein bis hin zum Basalt haben wir mit unserer VC eigentlich schon alles gebrochen, aber durchaus auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Sandstein hatte in der Regel eine sehr, sehr geringe Festigkeit, ist aber sehr abrasiv, also deswegen kann auch durchaus da die Verwendung von diesen Heavy-Duty-Meißel Sinn machen. Bricht aber sehr leicht und auch sehr kleine Korngrößen sind mitunter zu erreichen. Also es wurden da durchaus auch schon mal Spezifikationen erreicht, maximal erlaubte Korngröße 65 beispielsweise. Das war jetzt bei einem Sandstein mit einem sehr hohen Sandkorngehalt von über 50% in der Größe von 2 mm. Aber wie gesagt, wir haben auch durchaus und schon sehr oft Basalt mit dieser Maschine gebrochen. Aber Basalt ist ja sehr schwer brechbar. Die Korngrößen, die da übrig bleiben, sind auch größer. Das Material, wenn es bricht, bricht auch sehr scharfkantig. Also auch der gesamte Maschinenverschleiß ist da auch sehr viel stärker ausgeprägt. Was da bei solchen sehr harten Materialien immer wieder hilft, sind, wenn eben schon Trennflächen im Material vorliegen oder eben auch das Material dementsprechend verwittert ist. Wie sollte der Einbau erfolgen? Hier am Beispiel am Straßenbau, da wird die Maschine insbesondere im Unterbau sehr oft für das Brechen und das gleichzeitige Verdichten verwendet. Die oberste Lage, so als Faustformel, sollte immer zwischen 0,3 bis 0,6 Meter sein, weil was man letztendlich wissen muss, liegen zwei größere Felsen übereinander, ist also die VC letztendlich nicht imstande, den unteren auch noch zusätzlich mitzubrechen. Also der untere wird dann durchaus überleben, weil wie gesagt, das Funktionsprinzip ist ja so, dass der Meißel in das Material eindringen muss, um es zu brechen. Was auch dann noch insbesondere zu beachten ist, ist der Untergrund. Insbesondere bei der
ersten Lage. Ist der Untergrund nicht tragfähig genug, kann natürlich die VC nicht unbedingt das Material so einfach brechen, sondern der Fels dringt eher in den Boden ein. Und deswegen muss der Untergrund auch dementsprechend tragfähig sein. Zum Beispiel im Felsbereich, da funktioniert das sehr gut. Liegt ein sehr bindiger oder Mischboden vor, kann es durchaus hier zu Problemen kommen, beziehungsweise man muss halt den Untergrund dementsprechend nachverdichten oder eben eventuell auch stabilisieren, festigen oder verbessern. Aber jetzt kommt es eigentlich zu den verschiedenen Applikationen. Ich hatte es ja schon erwähnt, eine Maschine, mehrere Applikationen. Die VC-Maschinen sind nun wirklich seit über einem Jahr im weltweiten Einsatz an unterschiedlichsten Applikationen, unterschiedlichsten Orten. Wir selbst von Hamm haben da über 100 unterschiedlichste Projekte mit betreut. Und diese Applikationen unterscheiden sich eigentlich prinzipiell in drei verschiedenen Prozesse, wenn man das so sagen möchte. Das Wichtigste ist eigentlich das Brechen und das gleichzeitige Verdichten. Das wird beispielsweise im Straßenbau angewandt, der Prozess, aber jetzt zum Beispiel auch im Mining, Tagelbau für die Infrastruktur beispielsweise oder eben auch im Deponiebetrieb, um einfach das zusätzliche Brechen noch zu nutzen, um eine höhere Dichte zu erreichen. Der andere Prozess, das ist der Standardprozess, den wir alle kennen, das ist das Verdichten von bindigen Böden, auch jetzt wieder in Straßenbau oder insbesondere in Stabilisieren. Da möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, wirklich sehr schwere Walzenzüge zu verwenden. Man sieht immer wieder, auch nach einem Stabilisierungsprozess, zum Beispiel mit dem Wirten WR, wird 40 cm gefräst und hinterher soll dann eine 13 Tonnen Walzenzug das Ganze dementsprechend verdichten. Und wir wissen da, dass es doch sehr, sehr kritisch ist, dann eben auch das Ziel zu erreichen. Und dann der letzte Prozess, das ist ein sehr spezieller Prozess, der kommt eher seltener vor. Aber da gibt es viele unterschiedlichste Applikationen. Das ist zum Beispiel das Vorbrechen, wo die VC letztendlich zum Vorbrechen verwendet wird, jetzt wie im Tunnelbau oder im Mining, um letztendlich nachgelagerten Prozessen das Leben einfacher zu machen. Was auch insbesondere in den Filmen auch interessant ist, ist eigentlich das, was Sie nicht sehen. Und das ist eigentlich der große Kosten, die Kosteneinsparung, die durch die Verwendung von der VC notwendig ist. Die obere Prozesskette, das ist eigentlich so die Standardprozesskette, die Sie hier sehen. Und durch die Verwendung von der VC können Sie sich das rot unterstrichene in der Regel sparen. Das heißt weniger Transporte, weniger Maschinen und auch weniger Personal. Vielen Dank.